Shalom Aleichem. Dem 22. März 1787 is in dem ukrainischen Städtel Nemirov geboren geworden Israel Aksenfeld. Dem größten Teil von seinem Leben hat gewohnt in Odessa. Aksenfeld ist einer von den ungesehensten jüdischen Schreibers in dem Farmendele Period. Seine Werke hat man beim Leben verspreit bechsaf. Bloß zwei von sie sind erschienen in der Buchform, wie die Erzählung Das Sterntichel und die Pjäse Der erste jüdische Rekrut. Noch sein Tod in 1867 in Paris ist erschienen Aksenfelds zwei aktige Drame Ein Mann und Weib, Schwester und Bruder und in 1870 die genarrte Welt und Katzenäuscher Spiel. Der sowjetische Dichter Arn Kuschnirov hat bearbeitet Aksenfelds Pjäse Jiddischer Rekrut für die sowjetischen Theaters und die Pjäse ist in den 30er Jahren oft gespielt geworden in den jiddischen melodischen Theaters. In 1931 ist unter der Redaktion von Meyer Wiener erschienen der erste von den vier Bänden von Aksenfelds Werk. Eine zweite Ausgabe von seinem Werk ist er in 1938 in dem Verlag Ems.